Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Fallout natürlich. Ist auch Bethesda. New Vegas natürlich. Und zum Beheben der Probleme habe ich jetzt einfach mal Sachen versucht, wie ich habe V-Sync angeschaltet, weshalb wir jetzt leider auf, glaube ich, 30 FPS limitiert sind. Kann das sein? Ich habe das Anti-Aliasing um eine Stufe runtergestellt. Wovor man in Fallout allerdings nicht so viel merkt. Ja. Sonst. Ja. Weiß auch nicht. Aufgaben. Lagerfeuerromantiker. So, ich soll zu dem Salon. Im Prospector Saloon treffen. Treffen, ich treffe die da. Ich treffe mich mit Trevor. Ja, ist natürlich echt schade, dass mit GTA 5 für PC, dass das verschoben wird. Mal wieder. Finde ich schon kacke, besonders, dass es ja so extrem kurzfristig davor noch verschoben wurde, 2 Wochen davor etwa. Finde ich nicht okay, wenn die das verschieben, um Bugs auszumerzen, damit das nicht so wird wie Assassin's Creed Bugatee oder Far Cry 4. Okay. Aber damit nicht 2 Wochen vorher, dann hätten wir schon im Dezember sagen können, bitte. 25, also. Aber so bestehe ich da, wenn ich einen Fehler sehe in GTA 5 der PC-Version, die man locker hätte machen können. Ich glaube, dann wird es auf gegen Rockstar einen Shitstorm geben. Jetzt ist Schluss mit Freunden. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Ja, hallo? Was wollen Sie? Was haben Sie gesagt? Was hatten Sie über Ringo gesagt? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Aha. Dieses Gebiet ist Ihr Territorium, sagen Sie also? Das ist es jetzt. Ich und die anderen Leute sind aus dem RMK-Gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen. Jetzt bestimmen wir. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Warum saßen Sie denn im Gefängnis? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sollten doch wissen, dass man solche Fragen nicht stellt. Doch. Ich muss nur wissen, ob ich mich in ihrer Nähe hüten sollte. Paar Leute ausgeraubt, paar Sachen abgefackelt, paar Typen umgelegt. Nix Schlimmes. Okay. Und was geht im Rest des Ödlands vor sich? Der gleiche alte Scheiß wie schon seit Jahren. RNK und Legion kämpfen aus irgendeinem Grund immer noch um den Hoover-Staudamm. Ja, wissen Sie denn etwas über den Hoover-Staudamm? Ich war dort nicht mehr, seit es da vor RNK-Truppen wimmelt. Muss ziemlich wichtig sein. Könnte, ja. How about I help you take over this town? Verlassen wir erst die Stadt, bevor wir weiterreden. Hier sind zu viele unfreundliche Ohren. Ja, das werde ich eh nicht machen. Reden wir, was wissen Sie über die Legion? Ich war schon in vielen harten Gangs. Aber mit der Legion sind sie nicht zu vergleichen. Habe gehört, sie stecken Leute auf Pfähle und so. Mhm. Nicht, dass ich Angst vor ihnen hätte, aber ich gehe ihnen lieber aus dem Weg. Okay, und reden wir über die Anker. Republik Neukalifornien. Da ist nichts neu. Nur ein Haufen Leute mit Geld und Macht, die alle anderen herumschubsen. Sie haben Truppen in der ganzen Mojave. Aber in so einer großen Wüste kann man sie auf Wunsch leicht umgehen. Aha. Okay, goodbye. Ja. Ja, was für eine Verabschiedung. Yogeas war in der Theke, genau. Trudy! Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Willkommen. Stufenaufstieg. Zeigen Sie mal ein Angebot. Ich habe sicher was, das Ihnen gefällt. Ja, das ist bestimmt. Hackebeil. Den Feldarbeiter-Outfit. Bläfliegenfleisch können Sie doch bestimmt gebrauchen. Ja, hier, das auch. Die behalte ich mal lieber. Gecko-Haut, kann ja auch nichts mit anfangen. Hülsen. Sowas hier kann ich nicht gebrauchen. Ja.
Schon habe ich wieder mehr Geld. Tut mir leid. Da hatte ich nicht mehr die Zeit für das Problem. Ja. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es dabei? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. Also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Ja, wo ist denn Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Wenn ich ein Kurier der Dingstypen da bin, der Prüferbanditen, warum töten sie Kopf nicht einfach und basta? Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Kopf Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Mhm. Was werden sie dann tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Toll. Egal, ich möchte über was anderes sprechen. In Ordnung. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Oh, danke. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Ja, klar. Helfe ich Ringo, bin ich also in Good Springs beliebter. Was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum Sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen. Aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Wer war der Mann, mit dem Sie sich gestritten haben? Er ist ein Sträfling. Nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Ah, sehr wunderbar. Ich versuche, die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Ich höre hier aber Musik. Ihr Funkgerät ist mir sowas von egal. Wo sind diese Kerle hin? Haben meine Angreifer gesagt, wo sie hin wollten? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Wer weiß. Wohin wollten sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Mhm, interessant. Soll ich mir mal Ihr defektes Funkgerät anschauen? Klar. Von außen sieht man nichts. Aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Ja. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Was macht er hier eigentlich? Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für Sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Auch gut, Sie mögen ihn nicht? Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Irgendwie schon, ja. Wie lange ist er denn schon in Good Springs? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Schon gut, reden wir über was anderes.
Ist mir recht. Hat Götzwings viele Besucher? Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Prim weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Aha, aha. Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor sich? Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Reden wir über die RNK. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Naja, aber irgendwie muss man das ja machen, wenn man nicht 1 Million Leute hat, ne? Warum wollen Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch Legion den Damm? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. Ja, ist doch auch was. Was könnt ihr mir über die Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an. Also werden sie sie sicher erkennen, wenn sie sie sehen. Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt. Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Ja, weiß ich ja, ich kenne das Spiel ein bisschen, aber jedes Mal frage ich mich, vielleicht liegt es einfach daran, weil hier nicht Masse statt Klasse zählt? Vielleicht liegt es daran, weil die RNK besser ausgebildet, besser verteilt ist, besser organisiert ist? Als dieses nette Grüppchen. Naja, goodbye. Passen Sie auf da draußen. Ja, immer, immer. Oh, Stufe 2. Ganz. Ja, Survival, ja. Daisy oder was? Was mache ich denn? Medizin ist natürlich gut, Sprache ist immer gut. Aber Feilschen, dann kann ich mir Preise raushauen. Medizin ist gut, Sprache mache ich mal auf 40. Da habe ich schon dann drei Sachen sogar, die auf 40 sind. Das ist echt kein kleiner Wert mehr, meine ich. 4 Punkte. Was soll ich denn jetzt 4 Punkte setzen? Dietrich. Ja. Was gibt's denn hier? Die Dinger wieder. Eingefleischter Junggeselle. Heller Kupp. Intensives Training. Ist natürlich immer gut. Ladykiller. Langzeitgedächtnis. Also entweder nehme ich Ladykiller oder eingefleischter Junggeselle. Ich mache mal Ladykiller. Wie immer. Im Kampf fügen sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich ihnen im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Eingefleischter Junggeselle ist das gleiche mit Männern. Joa. Da sind wir doch jetzt schon gut gerüstet, würde ich sagen. Selbst ist der Mann. Oh yeah! Okay. Hallo. Hi. Easy Pete. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Easy Pete kann mal bei Pete's Meat nachgucken, ob die was von... Keine Ahnung. Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Ach, der hat mich umgebracht. Also, im übertragenen Sinne. Was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Das ist schon beinahe hilfreich. Willkommen. Na, warum nennt man Sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Take it easy.
relax. Okay, Sie waren ein Prospektor? Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Na, man steht über den alten Gebäuden rum, nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Machen das nicht irgendwie alle, die das machen? Sonst wäre das ja ziemlich sinnlos. Es sei denn, man will irgendwie mal so einen riesen Stahl-Dings aufbauen, keine Ahnung. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Ja, so passiert das halt manchmal, ne? Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Interessant, wie wir jetzt schon, finde ich, in Folge 4... Folge 4 werden wir bei Folge 3 noch in der Vault. Wir jetzt schon über diesen Riesenkonflikt erfahren. Das ist das zentrale Thema in Fallout New Vegas. Das finde ich immer interessant. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten. Konnten oder wollten sie sie nicht? Ja, warum jetzt sollten ist die Legion wieder wollen? Stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Ja. Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Ja, wenn ich komme, wäre MVT alles. Kommt ja zu Mr. Wann-Vamperium. Hä? Ja? Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Nur, wofür verwenden Sie die Großhörner? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Gut, was wissen Sie über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Ja, goodbye. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Ja, bestimmt. Mit dem Motorrad würde ich auch fahren, aber es geht leider nicht. Willkommen bei Mojave Express. Mojave Express Briefkästen, wie gesagt, können verwendet werden, um Gegenstände zu anderen Mojave Express Briefkästen liefern zu lassen, die sie entdeckt haben. Sobald sie einen Mojave Express Briefkasten gefunden haben, müssen sie ihn nur aktivieren und können diesen Ort dann benutzen, um Gegenstände zu verschicken oder zu erhalten. Das ist ja wunderbar. Da freue ich mich. Das ist einer der unnützen Features, die ich aus Fallout New Vegas kenne und den Laden, der den lernen wir kennen in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.